kennt das ja. Du kannst es verstehen. Pinky-Karten, sehr schön. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Einfach mal gucken. Wir haben ja Zeit. Pinky, ja, so sehen die kleinen Prinzessinnen aus. Die sehen irgendwie aus wie... Irgendwoher kenne ich dieses Gesicht. Ach, das ist... oder diese Dingens. Fiesta-Zeichnung halt wahrscheinlich. Eine Fee, die duftende Früchte und Blumen mag. Wenn ihr danach isst, gibt sie Abenteuer und Früchte. Das glaube ich ja nicht. Wir dürfen uns höchstens mit Früchten, mit der vergammelten Banane oder so, oder mit einer Bananenschale, wo wir dann drauf ausrutschen und die sich dann Schrott lachen. Ah, was für ein Idiot, wahrscheinlich, ja. Kann ich mir echt gut vorstellen bei den Pinkies, ja. Das sind die Matrosen, die haben schon ein bisschen größeres Schwert. Hier der kleine Stecherbrecher. Oh, er hat was gesagt. Ah, tut mir leid, Leute. Ich kann es leider nicht lesen. Hoffentlich sagen wir das jetzt nochmal. Hier sind wieder die Gebeine, die Knochen der monströsen Monster. Wir können schon mitgehen. Dann können wir gar nicht so mithalten. Doch, eigentlich, ja. Hey, komm her und helft mir. Ich helfe dir doch schon dran. Dich umzuhauen. So. So, ja, zu Hammer und Keule. Ich werde natürlich den Hammer nehmen, weil der einfach besser aussieht. Ja, und Hammer einfach... Ich finde den Hammer besser, weil Priester Hammer, das hört sich so... Das passt einfach, Hammer und Schild. Und wenn wir auch eine Keule nehmen, die sehen dann, finde ich, nicht so gut aus. Eventuell doch auf Menton-Level sehen die ganz gut aus. Aber die machen weniger Schaden, sind dafür schneller, machen eventuell mehr Schaden, wenn man überlegt, wenn man richtig skillt. Aber wir wollen ja den Hammer nehmen. Wir haben dann den richtigen Bums, sage ich jetzt mal so. Bitte nein, ich kann nicht mehr. Du hältst dich... schau und lerne, wie man dich aufstützt. Schau und lerne, wie man dich aufstützt. Ich bin kein Emo, wenn ich das so sagen darf. Irgendwas... ja... Sie wirft uns hier mit ihren vergammelten Äpfeln. Komm, hau ab. Geh weg. Hau ab. Geh weg. Endlich. So, die Matrose. Sei gegrüßt. Matrose. Popeye der Seemann. Bitte nein, ich kann nicht mehr. Okay. Ja, manchmal können die einem echt leid tun, wenn die nicht mehr können. So, ich denke, wir können gerade überbuffen 30 Minuten machen. Ja, dann brauchen wir es gar nicht zu machen. Aber weil es so schön aussieht, schaut einfach hin, Leute. So sieht's aus. Die Geräusche sind auch ganz nett. So. Eine Karte. So sehen die Marapelite-Dinger aus. Sehr freizügig, ja. Aber schon irgendwie eklig, ich mag die nicht. Die sehen irgendwie so aus wie so Ghetto-Bräute. Na, keiner was? Keiner was? Du hast merkwürdige Kräfte. Auf jeden Fall mehr wie du. Mehr als du. Ich komme da mal durcheinander, das ist eigentlich sehr ätzend. Ich möchte das eigentlich gerne wissen, oder? Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr schlauer seid. Ich denke mal, es gibt hier einige schlaue Leute. Aber das ist ja nicht so wild. Wir müssen ja nicht so schlau sein, um hier ein Spiel zu spielen. Dein Wort ist mein Befehl. Du kannst deine SM-Spielchen bitte mit jemand anders machen. Tut mir leid, ich stehe da nicht drauf. Hau ab. Die stehen auf Schläge. Eigentlich dürfen wir die gar nicht hauen. Da stehen die ja drauf. Das macht die dann anscheinend an. Du willst Mara dafür bezahlst du mit deinem Leben. Du willst Mara? Was will ich mit der? Nein, ich will die nicht. Ist eklig. Und mein Leben, ja, okay, mein Leben ist doch gar nicht so viel wert, damit kann ich doch gar nicht bezahlen. Dann, tut mir leid, dann kann ich nicht bezahlen. Dann musst du halt jemand anders dein Leben nehmen, ja. Was sagst du, zu meinem durchtrainierten Piratenkörper? Ich finde muskulöse Frauen irgendwie abschreckend und ja, okay, ein bisschen geht ja, aber so extrem. Okay, so extrem sind die ja nicht muskulös. Aber sowas ist irgendwie, ja, weiß nicht. Ich bin auch jetzt nicht der keiner Besuch. Mara. Ich habe schlechte Laune, das werde ich an dir auslassen. Ich sehe es. Leg dich erstmal hin und schlafen, dann geht's dir wieder besser. So, Mara Maktose macht sich in die Hose. Wer am Event teilnehmen will, findet sich bitte in Ruhm am Brunnen ein. Wir zählen auf euch. Oh, ein Event. Schleiminvasion, hey. Was meint ihr, Leute? Sollten wir das machen? Ich mache mal eben die Matrosen zu Ende und dann gehen wir da sofort hin. Auf jeden Fall gehen wir da gleich hin und machen das. Ist zwar doof, dann werden wir jetzt kein Level abhaben, leider. Finde ich eigentlich ziemlich schade. Vielleicht gibt diese Event-Quest ja irgendwas Besonderes oder... Ja. Wir müssen halt die noch schnell umlassen. Hier sind ja nur noch 3 Stück, nachdem hier also 4 insgesamt. Aber das sollte kein Problem sein. Der Mara Matrose macht sich eine Hose, ja, klar. Aber deswegen, man sieht es ja nicht, weil die so eine gelben Hosen anhaben. So eine kleine Fleckchen hier drauf. Oh, es wird gefährlich. Dies ist die wahre Mission. Die wahre Macht der Maras. Was lese ich denn da immer? Ich habe immer so ein... Deswegen mag ich lesen, nicht weil... Ja, ist ein bisschen doof. So, meine Freunde, jetzt mal schauen. Ist da noch jemand? Ja. 2 Leute von LP-Leute halt sind da drin. Hat nicht jemand anders aufgesagt? Ja, ist auch egal. Dann nehme ich halt nur Leute erstmal, die auch LPs machen, weil ich noch was Bestimmtes vorhabe. Mit denen. Nur deswegen. Danach werde ich die eventuell wieder rausbringen. Ja. Seid mir doch nicht böse, liebe LPA. Das wäre dann unfair den anderen, den Zuschauern gegenüber. Und deswegen einfach nur. Was? 12 Wochen? Okay. Also sind 2 Quests, nicht schlecht. Dann müssen wir noch eben 2 umhauen. Und dann geht das. Ich komme, um dir zu helfen, Matrose. Was willst du ihnen dann bringen? Eine Pampers? Also Pipi-Maxe und Stecher sind hier. Wenn ich die so nennen darf. So, jetzt gehen wir nach Rom zum Sonnenberg. So, eine Karte, sehr schön. Hoffentlich ist das ein Matrose. So, Auto laufen. Genau, und Karte. Vielleicht brauchen wir dafür ein volles Inventar. Nein, ein leeres Inventar. Ein sehr einfacher Seemann, der bei seinem Leben geschworen hat, Mara zu dienen. Er sieht gar nicht so... Sieht ein bisschen eklig aus. Auch eine ziemliche Brustbehaarung. Wenn sowas nicht so schön. So, wir sollten uns am Brunnen eintreffen. Was ist jetzt hier Sache? Oh. Hier sind mega... So, die Aufnahme ist leider abgeschmiert, weil das Event... Ich weiß nicht, ob wir daran teilnehmen können. Finde ich jetzt doof. Was machen wir denn da? Wir probieren es einfach nochmal. Oh, Nature ist auf Mitte, das ist sehr schön, dass da mal wieder ein paar Leute reinkommen. Ich hoffe, jetzt steht da nicht wieder Verbindung zum Server verloren. Bitte nicht. Komm schon. Da sind so viele Leute, da wird man ja nur rausgekickt. Jetzt sind einige da. Man sieht's. So, liebe Freunde, ich muss jetzt leider eine schlechte Nachricht mitteilen. Ja, entweder ist mein PC sowas von schlecht, dass es nicht geht. Ich habe jetzt ausprobiert, ohne Fraps erstmal umzugehen, und keine 2 Sekunden und wir waren schon wieder offline, ja. Leider können wir diese Event-Quest oder dieses Event leider nicht mitmachen. Ja, das ist jetzt sehr ärgerlich, tut mir wirklich leid. Aber das ist ja nicht nur bei uns passiert, das ist auch bei anderen passiert. Das liegt dann also nicht am PC. Ja, also ich werde jetzt erstmal den Charakter wieder von Ruhm wegbewegen, beziehungsweise von der Masse da. Ja, und dann, ja, tut mir echt leid. Dann können wir diese Event-Quest leider nicht mitmachen. Ach, das ist ja echt ärgerlich. Das sind einfach zu viele Leute da. Die Server sind instabil, aber ich denke mal, dass Gamigo da was noch machen kann mit ihren Servern oder On-Soft-Entwickler, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die Aufnahme unterbrechen. Ich bin sofort wieder da. Ich verschwinde nur aus dieser Dingens da, dass wir da wieder weiterspielen können, weil ich habe jetzt echt noch Lust weiter zu spielen. Ich hoffe, ihr auch weiter zu schauen. Dann werde ich sagen, ich gehe da weg, und dann, wenn es wieder die Verbindung wieder stabil ist, nehme ich sofort auf. Also keine Sorge, ihr verpasst gar nichts. Ich werde keine Quest abgeben, nix. Nur zu den Questleuten dann hinlaufen oder so. Also dann, bis gleich, Leute. Tut mir nochmal leid, und ja, wir sehen uns sofort wieder. So, okay, ich bin jetzt ein bisschen weiter weggegangen, und ihr seht ja, was da los ist. Ich würde sehr gerne mitmachen, aber ja, die Server sind instabil. Oder versuchen wir es noch ein einziges Mal. Wenn wir jetzt wieder rausfliegen,